Auf unserer Website www.sonnenklar.tv gibt es mehrere Möglichkeiten, um eine passende Reise zu finden. In der oberen orangenen Leiste könnt ihr Reisekategorien finden. Etwa TV-Reiseschnäppchen, All-Inclusive-Urlaub, Single-Reisen, Familienreisen oder Last-Minute-Angebote. Gleich darunter befindet sich die Suchmaske, mit der ihr nach ganz bestimmten Angeboten suchen könnt, wenn ihr schon eine Vorstellung davon habt, wo es hingehen soll. Unter der Suchmaske findet ihr unsere aktuellen Angebote und Aktionen, etwa Angebote des Tages oder der Woche, Specials und so weiter. Wir suchen jetzt mal nach Urlaub über die Suchmaske. Ich glaube, ich möchte nach Ägypten. Dann wähle ich meine bevorzugten Abflughäfen, den Reisezeitraum, die Anzahl der Reiseteilnehmer und die Art der Verpflegung aus. Weitere wichtige Kriterien, etwa welche Hotelkategorie es werden und wie die Holiday-Check-Rate ausfallen soll, kann ich unter Suche erweitern einstellen. Dann einfach auf Suchen klicken und aus den zahlreichen Ergebnissen das passende auswählen. Weitere Kriterien lassen sich übrigens jederzeit in der Suchmaske, die nun links zu finden ist, einstellen. Habe ich das richtige Angebot gefunden, kann ich mich durch einen Klick auf Auswählen und einen weiteren auf das Angebot selbst noch ausführlich dazu informieren. Die Beschreibung, Bilder zum Hotel, Bewertungen sowie eine Klimatabelle lassen sich sofort einsehen. Ist der passende Termin gefunden, kann ich noch schnell die Details checken. Anbieter und weitere Leistungen werden in der Mitte aufgelistet. Genauere Infos zum Flug gibt's durch einen Klick auf Infos zu den Flugzeiten. Auch welche Airline den Flug durchführt, kann man hier sehen. Nun klicke ich auf Jetzt buchen. Keine Angst, es entsteht nicht sofort eine verbindliche Buchung. Ich gelange hier lediglich auf die Reiseübersicht und den Buchungsauftrag, der nun ausgefüllt werden muss. Hierbei ist es wichtig, auf die richtige und vollständige Schreibweise der Namen der Reisenden zu achten, da im Falle eines Fehlers ein kostenpflichtiger Name-Change bei der Airline nötig werden kann. Im Anschluss daran besteht die Option, eines der angebotenen Versicherungspakete auszusuchen oder bewusst darauf zu verzichten. Sollten hier noch Bedenken bestehen, muss nicht zwangsläufig eine Versicherung gebucht werden. Bis 30 Tage vor Reiseantritt kann die auch noch nachgebucht werden. Auch Punkte für die Deutschlandcard kann man bei uns sammeln. Im Übrigen werden die Punkte dann nach Ende der Reise verbucht. Zu finden sind sie dann am Datum der Buchung. Danach wähle ich eine Zahlungsart aus und sehe auch gleich, welche Anzahlung sofort fällig wird. In den meisten Fällen sind das 20% des Reisepreises. Nun müssen nur noch ein paar Häkchen gesetzt werden, mit denen ich versichere, dass ich die rechtlichen Richtlinien und die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe und mit diesen einverstanden bin. Natürlich kann ich das alles jederzeit ganz genau durchlesen. Jetzt bin ich im Grunde auch schon fertig und kann verbindlich und kostenpflichtig buchen. Innerhalb kurzer Zeit sollte ich nun eine Eingangsbestätigung und kurz darauf eine Buchungsbestätigung per Mail erhalten. Sollte etwas nicht geklappt haben bei der Buchung, werde ich ebenfalls zeitnah per Mail informiert. Übrigens, es kann auch mal passieren, dass nach dem Klick auf das Angebot bzw. die Termine folgende Meldung auftaucht. Das kann mehrere Gründe haben. Entweder ist die Reise gerade ausgebucht, alle Termine sind optioniert oder die angegebenen Kriterien passen nicht ganz mit unserem Reisepaket zusammen, das wir für euch geschnürt haben. Es empfiehlt sich, ein paar Minuten vergehen zu lassen und die Seite dann zu aktualisieren. Oft sind dann wieder Termine verfügbar. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte eine Mail an das Service Center unter serviceteam@sonnenklar.tv geschrieben oder es, sofern die Geschäftszeiten dies zulassen, angerufen werden.